herzlich willkommen zurück zur gepflegten Nego-Unterhaltung mit Thorsten. Schönen guten Tag, ja. Abend oder Nacht. Wie auch immer. So, wie ihr seht, fangen wir schon den ersten Phase weiter. Yes! Titel Nummer 7. Zeigen. Oh, das Mühlschiff. Oh, hätte auch viel Kleinteil, ne? Ja, die kriegen schon rum. Zeigen. Oh je, oh je. Nichts vergessen? Ja, nichts vergessen, das ist eine gute Frage. Weg damit! So. Du darfst. Ja, ich darf. Super. Was? Bisschen mehr Begeisterung. Ich habe gerade nichts. Das ist ja das Ende der sechsten Tüte hier. Ja. Du könntest schon mal hier, weiß ich nicht, den Kelch, die Kelche drauf machen oder was. Ja, ich sehe schon. Ja. Kannst du auch was machen? Ich mache dir die ganze Arbeit. Ja, ja, wenn du musst. Und so, einmal die Bratpfanne. Gut, wer viel hart arbeitet, kann auch hartes essen, ne? So sieht aus. Kriegt aber trotzdem auch Grünkohl hier. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also, sind hier zu zweit, oder? Die sind zu zweit, ja. Also sie kriegt dann wahrscheinlich die Beule und er... Das Grünblatt, ja. Er kriegt das Blättle. Wo kommt das denn hin? Genau, in die Ecke. Aber... Genau. Direkt an der Wand? Ja. Ja, ne? Ja, dann sind zwei frei, das passt. Du willst ja richtig machen, ne? Oh, ich vertraue dir da voll und ganz. Ein bisschen. Kessel oder was siehst du? Ja, ich bin gerade bei den Sitzgelegenheiten. Ja. Wohl zwei Äxte sind da hinten dran. Als Lehne, war nicht schlecht. Getan als Schuhe. Schlecht eingerichtet ist er hier nicht, ne? Hat mir das so gut verdient. Na, cool. Da ist Nummer 1. Brauchst du Stühlchen? Ja, ich brauch Stühlchen, ja. Verstehe. Wir singen, habe ich ja gesagt, das sind extra versteckt in der Lehne. Ah, oh, und schon sind sie runtergefallen. Nee, das war der Stab, der hält nicht so gut. Ja, I see. Dunkelblau. Nee, da waren große Stühle für die kleinen Euro bei. Groß, ja. Mhm. Was sind die Sätze drin? Ja. Dunkel. Und dann noch zwei. Ja, Reserve wär's ja. Reserve gibt's immer. Wieder die extra drücken. Merkwürdig. So, zeig ihn, Lady.
Also kannst du den in der Mitte relativ gut reinstecken, weil er ist ja auch nicht bündig oben. Ja. So viele Stuhlbeine noch. Wo ist der vierte? Ja. Auf Kiefen. Ja, richtig. Ich hätte ja die Angst gedacht, weil ich meine gehen hab. So. Wo kommt das hin? Direkt auf der Ecke. Genau da. Hier? Ne, weiter nach vorne zu dir. Direkt am Tisch. Ja. Ja, wer weiß, was von hinten kommt. Da passt das nicht. Ich wusste, dass das abgeht. Es geht ab. Ja. So. Hast du hier schon einen drauf? Nein. Dann machen wir das noch. Und da kommt noch einer drauf. Gute Bier. Gute Fassbrause. Aber irgendwie. Das haben wir vergessen, oder? Ach so, ja, die anderen beiden. Okay, ja gut, das ist ja nichts so Wildes. Ja, so, wollte schon sagen, da fehlt doch was. Nicht übersehen. Sorry. Ich hatte nur den Kessel gemacht. Da kommt auch noch eine Pfanne und. Ja. Die Axt ist das, die haben wir schon. Ein Beil. Jo. Kommen die so dann drauf? Daneben, genau. Ja, nebeneinander. Ja, da kommt der flache neben. Okay. Ach, den hast du schon. Den habe ich, ja. Deswegen kam es aber auch, dass was nicht. Da ist schon drauf, ne? Da auch. Ja, gut. Den Ofen hast du gemacht. Ich bin dann der Bekannte, kommt ab und zu Besuch. Kurz orientieren, ja. Und der kommt andersrum. Der kommt dahin, der kommt dahin. Und der. Eins, zwei,
Billy Bad Bad. Drei. Ich hab vergessen. Vier. Fünf und sechs. Fünf mal sechs, so heißt er. Mauersteine, ne? Ja. Vier, dann ein flacher Zweier, der hier raufkommt. Und jetzt soll es gewesen sein. Boah. War ja schon ein bisschen konzentrieren. Ja, das war. Aber irgendwas? Nee, das ist so. Da ist auch hier nichts drauf. Das sieht nur so komisch aus, dass da so eine Lücke ist. Riesenlücke. Der kommt da auch noch gar nicht hin. By the way. Ja, alles gut. Der kommt noch gar nicht hin? Nö, der kam noch nicht hin. Weiß er einer? Ja. Grauen, also. Also jetzt noch in der Hand. Ah ja. Oh, das Dach fängt schon mal an. Legen gutes Tempo vor, würde ich sagen. Meinst du? Also nicht. Schön muckelig da drin. Ja, sieht sehr gemütlich aus. Das stimmt. Schön drin drauf.
Okay, das Dach kommt mir auch verfrüht vor. Ja, auch, aber ja. So ist das Vordach. Ja, so ein Teil irgendwie. Vordach sieht doch so aus, ja. Ja, andersrum. Das weißt du noch. Yes. Und dann darfst du übernehmen. Dann darf ich übernehmen, genau. Warte ja schon. Wir schon geguckt, was ich bauen muss. Ja, konntest du. Das geht ja noch. So. Und das vorne. Mal gucken, wo das rankommt. Vorne. Ah, das Schild. Wolltest du es reinsetzen oder hast du einmal da? Ja, das kommt auch. Kommt da rein. Wohin? Da. Sicher, da rein? Jo. Aber wie? Hä? Achso, das kommt hier ran. Hier so. Mach kaputt. Mach ich doch schon. Aufforderung zum Zerstören. Komm ja mittig, oder? Warte mal, lass es noch ab. Bitte. Da haben wir nämlich die Hälfte vergessen, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso? Und weil wir den Aufbau nicht haben. Die haben aber beide verschlungen. Ich wollte schon sagen, dann machen wir das beide. Ja, naja, es ging über mehrere Schritte. Ja, kannst du ihn da dran setzen. Und dann kannst du das Vordach dran klipsen. Ach, du hast das rausgenommen. Ja, hab ich. Du hast gesagt, du sollst das mal rauslassen. Das, ja, ja, ich hab gedacht, ja, ist okay. Hab ich doof ausgedrückt, hast du recht. Jetzt dran machst, ist es auch fest. Fehlen doch noch. Fehlen noch einen Schritt, denke ich. Ja, ah, ja, die. So klinisch gerade. Hä? Wie kommt das denn? Achso, da. In den schwarzen oder so. Ja, mach erstmal. Oder mach's weiter, wenn du schon den Rand hast. Hallo? Hallo? Geht das nicht? Oh nein, sein Der Eintopf ist weg. Der Eintopf ist weg. Oh nein, oh nein. Die nachfolgenden Sendungen verschieben. Wo war das? Hier an der Seite. Das kannst du aber zum Schluss raussetzen. Ja, genau. So. Wo kommt das jetzt? Ah, da. Ja. Genau. So, das war's dann auch mit dem Set. Sicher, blätter mal um. Das war's. Ja, mein Teil an. Ja, aber noch zwei Teile über waren. So, muss man ja gucken, nicht, dass wir hinterher da stehen und uns wieder wundern. Ist das richtig gemacht? Ist das so versetzt? Das ist versetzt. Ja. Weil das nicht mittig ist, das wundert mich gerade. Das wundert mich, hat mich auch gewundert, ja. Aber anders habe ich es nicht festgekriegt.
Jetzt davon können wir den einfach rübersetzen. Hm? Das sieht schon viel besser aus. So. Jetzt sieht es schon mal fast aus. Wir können die Kessel wieder reparieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann gib mir mal, wo hast du denn den Eintopf? Ja, danke schön. Der ist alles der Eintopf. Alles Eintopf. Der Möhreneintopf. Also man braucht sehr viele filigrane Finger hier. Filigran, sage ich ja gerade. Ja, aber wenn es einmal hängt, dann hängt es. So, so ungefähr würde ich sagen. Shitty! Das machen wir offline. Nein, machen wir nicht. Jetzt können wir die 2 Minuten auch noch ran. Also mal offline, das ist schließlich real life hier. Ja, stimmt. Schindel ist auch wieder ab. Ja, deswegen sage ich ja offline. Jetzt ist der Stuhllehne ab. Das wird immer häufiger passieren. So, das lasse ich jetzt einfach mal gekonnt da. Das setze ich gekonnt wieder drauf. Das können wir ein bisschen fester machen. So. Ich will jetzt nie wieder angefasst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.